Mir ist die Vielfältigkeit an meiner Arbeit sehr wichtig, eben verschiedene Techniken auszuüben, egal ob es in Form einer Zeichnung, in Form einer Skulptur oder in Form einer Malerei sich ergibt, aber es geht einfach immer um Kunst zu schaffen. Für mich ist die Komposition einfach wichtig und die Recherche über also Form und Farbe. Eine Malerei, die einen skulptorischen Aspekt in sich trägt. Ich leiste sehr viel Aufmerksamkeit auf die Gestik und auf die Farbkomposition. Viele Überlegungen über die Alltäglichkeit, also was das rundherum steht einfach. Praktisch ist mir einmal passiert, dass ich eben vor einem Lehrgeschäft so gefahren bin und plötzlich habe ich gesehen, Danke. Für mich. Das machen wir noch einmal. Eingefallen, dass eben die Plakatereste, die auf dem Fenster waren, die habe ich einfach so ja, schön gefunden, plötzlich. Ich habe gedacht, sie könnten praktisch ja, so wie Stücke mit schöner Farbe sein, dass ich sie wieder komponieren kann. Ja, also schwarze Blätter geholt und dann wieder zurück, ja, zum Ort gefahren und habe ich angefangen, ja, also auf die Straße diese Collage zu machen. Was mich besonders fasziniert von dieser Serie ist, dass ich eben also nichts anderes brauche, als was ich finde. Ja, das heißt Klebeband und farbige Stücke sind schon vorhanden, die muss ich einfach nur wieder also komponieren. Ich wollte unbedingt mit Gips arbeiten. Ich finde es ein sehr flexibles Material. Ich wollte irgendwie etwas exotisch schaffen, etwas, das man nicht so gut im ersten Augenblick erkennen könnte. Ich will wirklich das Material verstecken, ja, und eben irgendwie denken lassen, dass eben dieses Material aus dem Allraum kommt, ja, wie ein Meteorit oder eben wie Kryptonit.